Das Bayernwerk steht angesichts riesiger gesellschaftlicher Herausforderungen vor einem der größten Transformationsprozesse seiner Geschichte. Wie die Unternehmensführung bei der Jahrespressekonferenz erläuterte, haben sich die ohnehin ehrgeizigen Ziele durch die aktuelle Ukraine-Krise weiter beschleunigt, etwa bei der neuen Zielsetzung für die Solarleistung bis 2030. Das Ganze begleiten wir mit einer grundsätzlichen Haltung, wir finden das gut, wir finden das richtig und wir unterstützen das. Wir müssen aber trotzdem natürlich klar werden, was das bedeutet. Gerade als eine Firma, das Bayernwerk, die die Versorgungssicherheit verantwortet und sehr stark mit der Umsetzung betraut ist. Das heißt, wir sollen das realisieren. Das bedeutet, in Deutschland, da müssen wir im Bereich der PV jeden Tag 30 Fußballfelder mit Solaranlagen bebauen. Und so müssen in den kommenden Jahren Prozesse schneller, intelligenter und nachhaltiger werden. Ein paar Beispiele für aktuelle Maßnahmen präsentierten die Mitarbeiter des Bayernwerks in Regensburg. Mit dem Drohnenprojekt Next Sierra können Hochspannungsleitungen zukünftig besser inspiziert werden. Wir sehen ein komplettes 3D-Modell, wir sehen Störungen entlang der Leitung, wir sehen Auffälligkeiten im Umfeld der Leitung, Bewuchs, Bäume, wir sehen aber auch durch Ausnutzung der KI, wie verhält sich unsere Leitung, wie entwickelt sich unsere Leitung. Ölschichten in veralteten Stromkabeln werden mit Bakterien umweltschonend ausgespült. Digitale Lösungen sorgen für Transparenz und Entscheidungshilfen energiepolitischer Veränderungen. Das Energieportal ist die Heimat für sämtliche digitalen Lösungen und Services, die wir als Bayernwerk unseren Kommunen anbieten. Ein virtueller Raum liefert exakte Eindrücke von der LED-Straßenbeleuchtung. Ich kann an einem Vormittagstermin als Kommunalbetreuer zur Kommune rausfahren und kann trotzdem das Licht bei Nacht präsentieren. Roboter überwachen Umspannwerke dort, wo es für den Menschen lebensgefährlich wäre. Mit dem Einsatz einer Forschungsflotte wird das bidirektionale Lademanagement von Elektrofahrzeugen entwickelt und erprobt. Und ausgediente Fahrzeugbatterien bekommen ein zweites Leben als Großspeicher. In Zahlen ausgedrückt investiert das Bayernwerk von 2020 bis 2025 4 Milliarden Euro in die Energiewende. Eine riesige Aufgabe in der über 100-jährigen Geschichte des Bayernwerks. Um diese Energiezukunft, diese neue, die wir alle wollen, in Bayern zu stemmen, bringt sich das auf einen einfachen Nenner, wenn wir sagen, in den nächsten 15 bis 20 Jahren bauen wir ein weiteres Bayernwerk.